Mein Name ist David Serakow, ich bin der Direktor der Atlantischen Akademie und freue mich, dass Sie so zahlreich heute sich dazugeschaltet haben. Und wir haben ja auch ein wirklich hochkarätiges Panel heute. Wir werden uns mit vielen Aspekten der Bilanz, aber natürlich auch dem Ausblick, also der Bilanz der Trump-Administration und dem Ausblick auf die Biden-Harris-Administration beschäftigen. Und wir haben sicherlich viel zu diskutieren. Der 6. Januar war ein Tag, der sicherlich uns allen in irgendeiner Form auch noch ein bisschen in den Knochen steckt. Und wir werden eben morgen mit dem 20. Januar die Amtseinführung von Joe Biden erleben. Und das unter völlig anderen Umständen. Zum einen natürlich durch eine Corona-Pandemie, die das Zusammenkommen von großen Massen ohnehin unmöglich macht, aber eben dann vor dem Hintergrund der Unruhen, des Aufstands vom 6. Januar eben auch mit immens großen Sicherheitsvorkehrungen begleitet wurden. FBI, Secret Service, die Nationalgarde ist da. Also es ist schon, und das werden wir uns auch gleich nochmal anhören, direkt aus erster Hand aus Washington, es ist schon eine sehr, sehr herausragende Situation und eine, ja, man könnte vielleicht wieder schon wieder von Beispiellosigkeit sprechen, die verlässt uns einfach in Zeiten Donald Trumps nicht. Bevor wir in die Diskussion gehen und bevor wir zunächst dann erst in kurze Impulse gehen von unseren Mitpanelisten und ich die Mitpanelisten auch vorstelle, habe ich noch eine kleine Überraschung. Unsere Vorsitzende, die Staatssekretärin im Innenministerium, Nicole Steingast, hat, weil sie heute Abend leider verhindert ist, ein Grußwort aufgenommen und das würde ich Ihnen jetzt noch kurz zeigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, morgen ist ein wichtiger Tag. Ein wichtiger Tag für die USA, aber auch für die ganze Welt. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, in welcher Atmosphäre die Amtseinführungen von Joe Biden und Kamala Harris stattfinden werden. Als Vorsitzende der Atlantischen Akademie und als für die Beziehungen zu den Streitkräften zuständige Staatssekretärin in Rheinland-Pfalz bin ich sehr neugierig darauf, wie die Außenpolitik der USA sich in Zukunft gestalten wird. Joe Biden hat ohne Frage viele innenpolitisch wichtige Themen vor der Brust, die er bearbeiten muss. Die Bekämpfung der Pandemie, die Zusammenführung der Gesellschaft und die Wiederbelebung der amerikanischen Wirtschaft. Die Jahre der Trump-Regierung haben tiefe Spuren hinterlassen. Und vieles, was wir für selbstverständlich gehalten haben, geriet ins Wanken. Demokratischen Werte, Respekt vor demokratischen Institutionen, der Umgang, den wir miteinander gelernt haben, aber auch das transatlantische Verhältnis. Es liegt aber nicht nur allein an den USA, wie sich dieses in Zukunft gestalten wird. Auch wir in Deutschland, auch wir in Europa sind gefragt, unsere eigene Rolle und unsere eigene Haltung zu finden. Und wir müssen gemeinsam mit den USA einen Weg finden, wie wir eine Partnerschaft etablieren, von der beide Seiten gleichermaßen profitieren und an der beide Seiten gleichermaßen gewillt sind, zu arbeiten. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für diese Themen interessieren und heute in einen interessanten Dialog treten werden. Ich wünsche Ihnen interessante Gespräche und ich bedanke mich sehr für das Interesse an diesen Themen und das Interesse an der Atlantischen Akademie. Alles Gute. Ja, das war das Grußwort unserer Vorsitzenden, Vorstandsvorsitzenden der Atlantischen Akademie. Und ich beginne, bevor ich Ihnen unsere Referenten oder unsere Panelisten heute vorstelle, möchte ich Sie ganz kurz noch über die technischen Feinheiten unserer Online-Plattform informieren. Sie sind natürlich herzlich eingeladen und das ist natürlich auch Sinn und Zweck einer solchen Veranstaltung mitzudiskutieren. Nutzen Sie dafür bitte auf der rechten unteren Seite diese kleine Chatbox. Da haben Sie unten ein Eingabefeld und Sie können uns ein bisschen helfen bei der Koordination zwischen Kommentaren und Fragen, wenn Sie die kleinen Buttons dafür verwenden. Das heißt, bei einer Frage bitte das Fragezeichen anklicken, bei einem Kommentar das Kommentarfeld anklicken. Dann können wir das besser unterscheiden und können das dann später auch besser in der Frage-Antwort-Session besser identifizieren. Das wäre das
was für Sie wichtig wäre, wenn Sie sich beteiligen wollen. Und wir freuen uns sehr über Ihre Fragen und Ihre Kommentare, ja, Ihren Eindruck, den Sie von den bisherigen und den letzten 4 Jahren, den bisherigen transatlantischen Beziehungen und natürlich auch von den zukünftigen Beziehungen mit den USA unter einer Präsidentschaft Joe Biden und Kamala Harris haben. Komme ich nun zu unseren Referentinnen und Referenten heute. Und wir beginnen heute den Kurzimpuls mit Christian Lammert. Er ist Professor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der Freien Universität in Berlin und beschäftigt sich schon seit sehr, sehr langer Zeit mit den USA, hat viele Artikel und Bücher über Sozialpolitik, das politische System, das Gesundheitssystem in den USA geschrieben, beschäftigt sich eben in seinen Forschungsschwerpunkten vor allen Dingen mit diesen Bereichen. Und er wird in seinem Kurzimpuls sich zunächst einmal mit der Innenpolitik in den USA eine Bilanz ziehen, damit beschäftigen, aber zum anderen eben auch einen ersten Ausblick geben, was er so erwartet, was wir in den kommenden Wochen und Monaten sehen werden. Christian. Ja, vielen Dank, David, und auch danke an die Atlantische Akademie, dass solche Veranstaltungen immer organisiert werden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die transatlantischen Beziehungen. Das ist ein wichtiges Element, dass wir auch über die USA reden. Gerade jetzt, wo manchmal die USA so schwer zu verstehen sind, wenn man sich anguckt, was am 6. Januar passiert ist. Und ich glaube, da ist es ganz gut, sich auch ein bisschen über die Erwartungshaltungen Gedanken zu machen. Manchmal hat man so den Impuls, wenn eine neue Administration ins Amt kommt, jetzt wird alles anders. Die Erwartungen sind ganz groß. Wir haben das jetzt mit der Biden-Administration auch und vor allem auch mit der Vizepräsidentin Kamala Harris, dass diese neuen Leute ganz viel neue Impulse bringen. Und ich will jetzt hier nicht irgendwie als Miesepeter rüberkommen, aber wir müssen natürlich auch sehen, dass es längerfristige Entwicklungsprozesse in den USA gibt und dass das auch sich so ein bisschen wiederholt. Wir hatten so ein ähnliches Phänomen natürlich auch nach dem Ende der zweiten Amtszeit von George W. Bush, wo die Erwartungshaltung ganz groß war, mit dem neuen Präsidenten Obama wird jetzt alles anders. Man musste da schon immer so ein bisschen die Erwartungen dämpfen und ich denke, auch hier sollte man einen realistischen Blick auf das werfen, was einen, was zu erwarten ist. Denn einiges an den innenpolitischen Problemen, die ja auch Trump in erster Linie ins Amt gebracht haben, sind nicht weg. Im Gegenteil, die Trump-Administration hat es noch geschafft, einige dieser Probleme zu vertiefen, zu verschärfen. Ich möchte hier vor allem zwei Probleme nennen, innenpolitische Probleme, mit denen sich auch die Biden-Administration auseinandersetzen muss, die längerfristig sind. Also nicht sowas wie die Covid-Krise, die man hoffentlich mit einem guten Impfstoff in einem gewissen Zeithorizont bearbeiten kann. Es ist vor allem die extreme ökonomische Ungleichheit in den USA, die seit den 70er Jahren massiv angestiegen ist. Und hier ist auch schon wieder interessant zu sehen, das hat eben nichts mit Administrationen zu tun. Das fing schon unter Reagan an, das ging auch mit Bill Clinton weiter, unter den Bushs und auch unter Obama, auch wenn Obama mit seiner Gesundheitsreform hier ein bisschen was an sozialer Gesetzgebung geschafft hat, was die Ungleichheit ein bisschen was dem entgegengewirkt hat. Aber insgesamt ist es ein Trend für die US-Politik, die auch die Unzufriedenheit großer Bevölkerungsteile erklärt, mit denen sich Biden auseinandersetzen muss. Trump hat als Rechtspopulist hier keine Antworten gefunden, aber er hat immerhin, und das ist auch etwas, was man, glaube ich, im Hinterkopf behalten muss, bei der letzten Wahl 74 Millionen Wählerstimmen gehabt. Das ist ein Riesenpotenzial. Und die werden nicht auf einmal verschwinden. Dieses Wählerpotenzial, die für den Trumpismus gewählt haben, und das muss man jetzt sehen, sind das Republikaner, die auch Trump gewählt haben, oder sind das Trumpisten, die wegen Trump gewählt haben. Also hier ist es die ökonomische Ungleichheit, die auch verbunden ist mit abnehmender sozialer Mobilität in den USA, die ein großes Problem darstellt. Und der zweite Aspekt, den man, glaube ich, betonen muss, und David, da bist du eigentlich der Experte zu, das ist das Phänomen der Polarisierung, der Spaltung der USA in zwei Lager, sowohl auf gesellschaftlicher Ebene, und da werden wir auch, glaube ich, über das Mediensystem noch sprechen,
wo es ja inzwischen schon fast zwei öffentliche Räume gibt, die überhaupt keine Verbindung mehr hat. Das bereitet natürlich den Boden für Verschwörungstheorien, für der Begriff ist ja auch etwas, den die Trump-Administration geprägt hat, alternative Fakten. Also das sind keine Lügen mehr, das sind alternative Fakten, die in die Öffentlichkeit transportiert werden und die breite Anhängerschaft kriegen, weil es Mediensysteme gibt, die diese Botschaften wiederholen und es keine einheitlichen öffentlichen Raum mehr gibt. Aber die Polarisierung hat natürlich auch bei den politischen Eliten nicht Stopp gemacht und ist da eventuell sogar noch ausgeprägter zu sehen als in der Gesellschaft. Und das führt dazu, dass das politische System nicht mehr so in der Lage ist zu arbeiten, wie es vielleicht mal gearbeitet hat, als noch überparteiliche Kooperation möglich war. Einige sprechen davon, dass wir inzwischen schon eine totale Blockade des politischen Systems haben. Jetzt hat die Biden-Administration Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses. Die Hoffnung ist also, dass man da vielleicht einige Reformen angehen kann. Das ist so eine ähnliche Konstellation, die Obama auch 2008 hatte. Obama hat das dann auch genutzt, um eine wichtige Reform, die Gesundheitsreform, wirklich im rasanten Tempo durchzubringen, bevor die Zwischenwahlen ihm dann zumindest ein Abgeordnetenhaus gebracht haben, wo er keine Mehrheit mehr hatte. Das wird schwierig für die Biden-Administration, hier so ein Reformprojekt jetzt auch voranzutreiben, weil man natürlich jetzt sich erstmal mit der Corona-Pandemie auseinandersetzen muss und anfangen muss, die Wirtschaftskrise auch ein bisschen zu bearbeiten. Und das Ganze wird für ihn wahrscheinlich noch mehr erschwert, dadurch, dass jetzt ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten läuft, der gar nicht mehr im Amt ist. Das wird genau in dem Moment, wenn Biden die Amtsgeschäfte übernimmt, in den Senat gehen und den Senat für ein paar Wochen fast lahmlegen, weil der ganze Senat sich mit diesem Amtsenthebungsverfahren beschäftigt. Damit kann dann das ganze Kabinett von Biden nur schwer bestätigt werden. Und das wird ihn auch so ein bisschen blockieren. Also ich glaube, die Administration wird auch sehr schnell in Zeitnot kommen, bestimmte Reformprojekte anzugehen. Und die Frage ist dann, wie bei den nächsten Zwischenwahlen in 2 Jahren die Mehrheitsverhältnisse sind und ob die Demokraten weiterhin den Kongress kontrollieren. Und das würde uns dann zur Debatte der Parteien überhaupt bringen. Wie geschlossen sind die Parteien überhaupt noch? Weil beide Parteien sind auch intern völlig zerstritten, schon seit längerem. Das wird immer wieder so ein bisschen überdeckt, wenn man Wahlen gewonnen hat. Nachdem Trump die Wahlen gewonnen hat, hat keiner über die Spaltung der Republikanischen Partei gesprochen. Jetzt sieht man, was das für ein Scherbenhaufen ist. Und mit dem Biden-Sieg ist auch so ein bisschen die Spaltung innerhalb der Demokratischen Partei erstmal übertüncht. Aber auch da wird es Forderungen geben, gerade vom progressiven Flügel, die doch einige andere Vorstellungen haben in der Wirtschaftspolitik und vor allem in der Klimapolitik und da eine gewisse Erwartungshaltung an den Präsidenten haben, dass er hier auch liefert. Also es wird schwierig für die beiden Administrationen und das sind längerfristige Probleme, die dazu geführt haben, dass man in dieser schwierigen Situation ist. Und die Trump 4 Jahre im Amt, er hat halt in allen Ecken und Enden Feuer ins Öl gegossen und diese Probleme massiv verschärft. So viel als erste Einschätzung von mir. Vielen Dank, Christian, für diesen ersten Impuls. Im zweiten Thema gehen wir in die Außenpolitik und ich freue mich sehr, dass Sophia Becker ja zugesagt hat und heute hier ist auf unserer Plattform. Sie arbeitet seit Februar 2020 als Research Fellow für US-Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und sie war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag, für den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses. Sie war zusätzlich auch tätig oder zudem auch tätig am Carr Center for Human Rights an der Harvard University. Und Sophia Becker wird uns ihren Blick auf die Außensicherheitspolitik der Trump-Administration und mit Ausblick auf die Biden-Administration geben. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Sirakow. Erstmal schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann und hier den kurzen Ausblick auf die Außenpolitik geben darf. Ich würde anfangen mit einem allgemeinen Ausblick. Das ist natürlich ein sehr weites Feld. Daher können wir dann in der Diskussion noch über Details sprechen. Also jetzt erstmal so ein allgemeiner Wide-Overview.
Und dann vielleicht kurz darauf eingehen, was das für Deutschland und Europa in den transatlantischen Beziehungen bedeutet. Und ich würde anfangen mit einem Zitat, mit einem Biden-Zitat, das er in Foreign Affairs vor ein paar Jahren geschrieben hat. Und zwar hat er gesagt, America's strength is not the example of our power, but the power of our example. Amerikas größte Stärke ist nicht das Beispiel unserer Macht, sondern die Macht unseres Beispiels. Und ich glaube, dieser Satz ist richtungsweisend für das, was wir außenpolitisch von Biden erwarten können. Also ich sehe in der Außenpolitik Bidens drei grundsätzliche Elemente. Ich würde sagen, erstens, die Außenpolitik beginnt für Biden im Innern. Da kommen wir dann auf die Sachen zurück, die Herr Dr. Lammert gerade genannt hat. Zweitens, er möchte eine Rückkehr zur globalen Führungsrolle der USA im internationalen System und als Führung der USA einer sogenannten Free World Coalition, würde ich es jetzt mal nennen, also sozusagen eine Rückkehr des Westens, sieht man hier auch. Und drittens, würde ich sagen, sieht man das Primat der Diplomatie und eher militärische Zurückhaltung. Also das wären jetzt so die drei großen Themen, die ich sehen würde. Also zum Thema Nummer eins hat ja Herr Dr. Lammert gerade schon ausführlich beschrieben, es gibt große innenpolitische Schwierigkeiten und das sieht auch Biden. Und da Biden eben denkt, dass die USA global ein Beispiel setzen sollen und eben zurückkehren sollen zu dieser Vorbildrolle, die USA vielleicht früher mal gespielt haben und so sieht Biden die USA, muss natürlich innenpolitisch erstmal aufgeräumt werden. Also das ist die Grundlage für eine glaubhafte US-Außenpolitik. Und schon da sieht man, dass die Außenpolitik vor Schwierigkeiten steht. Denn wenn wir Herrn Dr. Lammert Glauben schenken, dann wird das nicht so einfach werden, das Haus innenpolitisch aufzuräumen. Und global hat die beiden Regierungen natürlich auch eine ambitionierte Agenda. Er will vor allem eben die moralische Führung der USA im internationalen System wiederherstellen. Und wirbt dabei für einen Zusammenschluss der Demokratien im Kampf gegen autoritäre Systeme. Und auch hier wird wieder dieser liberal-normative Ansatz Bidens deutlich, den er an den Tag legt. Also da sieht man sowas wie den Glauben an die Theorie des demokratischen Friedens beispielsweise. Wie ich bereits gesagt habe, es ist so eine Art Free-World-Ansatz, so wie wir das ja auch aus dem Kalten Krieg kennen, also wir gegen die anderen, Rückkehr des Westens. Und darin liegt zum Beispiel auch der Wille begründet, sich eben wieder zu den Allianzen zu bekennen, also zurück zu den Partnerschaften zu führen. Und das ist eine ganz große Bedeutung für die Außenpolitik der USA. Und dies bildet auch eben die Grundlage für die thematischen Prioritäten, die sich Biden dann gesetzt hat. Das Motto ist hier, dass die USA die größten Herausforderungen unserer Zeit eben nicht alleine bewältigen kann. Und da steht natürlich der Kampf gegen die Pandemie an erster Stelle. Und gleich als nächstes auf der Agenda steht der Klimawandel. Das finde ich auch ganz interessant, denn da reflektiert sich eben auch die Meinung der Demokratischen Partei. Im letzten Jahr hat der Chicago Council eine Umfrage rausgebracht und dort haben sich die Demokraten so geäußert, dass sie neben der Covid-19-Pandemie den globalen Klimawandel als größte Bedrohung für die USA sehen. Und das reflektiert sich eben auch in der Politik Bidens und das ist dann eben auch wieder so ein Kopfnicken an den progressiveren Flügel der Demokratischen Partei und wird deswegen eine große Priorität sein. Militärisch ist Biden eher zurückhaltend. Er sieht natürlich die Notwendigkeit, die mächtigsten Streitkräfte der Welt zu haben. Aber wie gesagt, da sieht er nicht die größte Stärke der USA. Denn bereits zu Beginn der Obama-Regierung, als es um potenzielle Abzüge aus Afghanistan ging, war Biden einer der Verfechter einer sehr kleinen Präsenz in Afghanistan und auch in anderen Ländern im Nahen Mittleren Osten. Und das hat sich auch nicht geändert. Er ist also ebenfalls wie sein Vorgänger Trump eher ein Kritiker dieser Endless Wars und möchte die Truppe nach Hause bringen. Da ist auch sein Kandidat für den Posten des Verteidigungsministers
General Lloyd Austin, sehr interessant und scheint auch eine bewusste Wahl gewesen zu sein, denn auch Austin scheint dem Engagement im Nahen und Mittleren Osten eher skeptisch gegenüber zu stehen. Es wird auch gesagt, dass er zum Beispiel gegen China eher kein Hardliner ist, sondern eher auf strategische Geduld setzt. Und das könnte zum Beispiel darauf deuten, dass auch Biden in Bezug auf China eher deeskalierend wirken wird und vielleicht weniger die militärische Komponente dieses Konflikts fokussieren wird. Für diese Elemente haben natürlich Auswirkungen für Deutschland und Europa. Insgesamt werden diese transatlantischen Beziehungen auf ein besseres Fundament gestellt, denn Biden bekennt sich ganz klar zu den Partnerschaften, wie ich gesagt habe. Die Wiederbelebung der Allianzen ist ein ganz großes Thema dieser Außenpolitik. Und ja, deswegen wird es ein besseres Fundament geben. Aber mit einem guten Fundament hat man noch kein Haus gebaut. Da gehört noch was anderes dazu. Und deswegen werden auch einige andere Probleme angegangen werden müssen. Dazu gehört zum Beispiel zum einen, dass eben sehr viel Vertrauen verloren gegangen ist in den letzten Jahren der transatlantischen Zusammenarbeit. Und da wird die beiden Regierungen sozusagen erstmal beweisen müssen, dass Amerika jetzt wirklich zurück ist, dass sie auch dort bleiben. Das ist eine Sache. Und zum anderen stehen die Partner eben auch vor vielen internen und externen Herausforderungen, die neue Strategien und Herangehensweisen und neue Abstimmungen erfordern. Und da werden in vielen Dingen die Interessen der Amerikaner und der Europäer, aber auch der Europäer innerhalb eben nicht immer auf einer Linie liegen. Und das wird ausgehandelt werden müssen. Dazu gehören zum Beispiel Themen wie China oder eben auch innerhalb der NATO wird jetzt vielleicht demnächst ein neues strategisches Konzept ausgehandelt werden. Das sind alles fundamentale, richtungsweisende Sachen, die sicherlich zu interessanten Debatten führen werden. Und einige Konflikte werden sich sicherlich auch intensivieren. Hier in Deutschland sprechen wir ja gerne über die Lastenteilungsdebatte. Das ist so ein Thema, würde ich sagen. Denn insgesamt in den USA sehen wir eine Interventionsmüdigkeit, eine Müdigkeit, so viel Geld ins Militär zu stecken. Das wird auch in Anbetracht der wirtschaftlichen Belastung durch die Pandemie sicherlich nicht anders werden. Und da können wir davon ausgehen, dass die USA eben auch in Zukunft von den Europäern erwarten werden, dass sie ihren Teil der Abmachung erfüllen. Und das bedeutet eben, dass Deutschland und Europa einer US-Regierung gegenüberstehen werden, die ja sich zu den Partnerschaften bekennt, aber eben auch Partnerschaft fordert. Und da werden die Europäer halt die entsprechenden politischen, finanziellen und militärischen Ressourcen investieren müssen. Vielen Dank. Erstmal dazu. Wunderbar, vielen Dank für den Impuls, also zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik, der, und das ist natürlich völlig klar, wenn man sich mit den USA beschäftigt und insgesamt mit Politik beschäftigt, natürlich nicht völlig abgehoben von der innenpolitischen Gemengelage sein kann. Wie jetzt, und das freut mich besonders, haben wir die schöne Möglichkeit, in die USA direkt hineinzuschauen. Und ja, aus erster Hand mal zu hören, wie zum einen die Stimmung momentan ist und wie vor allen Dingen auch ja, die letzten 4 Jahre die Situation auch von Medien in den USA sich verändert haben. Christian Lammert hat es ja eben schon genannt. Er hat ja eben schon von diesen 2 Parallelrealitäten, Universen gesprochen. Und wir haben ja auch am 6. Januar direkte Angriffe auch auf Journalistinnen und Journalisten erlebt, was nicht zum ersten Mal der Fall war, aber in dieser, denke ich, Intensität und in dieser auch Brutalität, glaube ich, schon ein besonderer Höhepunkt war. Und ich freue mich, wie ich schon gesagt habe, ganz, ganz besonders, dass Juliane Schäuble, die US-Korrespondentin des Tagesspiegels, Zeit gefunden hat, sich zu uns zu schalten und ein wenig aus Washington zu berichten über ihre Eindrücke, vor allen Dingen natürlich auch in den letzten 4 Jahren und insbesondere in den letzten Tagen. Sie war zuvor in der Wirtschaftsredaktion und auch verantwortlich für die Fragen des Tages und leitete zuletzt das Politikressort der Zeitung und ist nun schon seit einiger Zeit in Washington und wird es, wenn ich das richtig gelesen habe, heute auch ein wenig länger bleiben.
Herzlich willkommen. Danke. Dankeschön und liebe Grüße aus dem sonnigen Washington ins graue Deutschland. Mein Mitleid ist mit allen, die nicht die Sonne von Washington haben. Das immerhin ist ein riesengroßer Vorteil. Ansonsten ist diese Stadt ja viel Ausnahmezustand gewohnt und das hat sich jetzt doch nochmal ganz schön verschärft. Ich war nicht da vor 4 Jahren oder vor 8 Jahren oder vor 12 Jahren, aber nach allem, was ich höre und die Menschen, die da waren, die Kollegen sagen, so schlimm war es noch nie mit den Absperrungen, mit der Militärpräsenz, mit dem vollkommenen Einfrieren der Innenstadt von Washington. Das ist schon ziemlich extrem. Es muss sein, nach dem 6. Januar offensichtlich. Ich habe gerade gelesen, dass jetzt auch 2 Mitglieder der Nationalgarde noch kurzfristig entfernt wurden aus dem Team, das sich um die Inaugurationssicherheit kümmert, weil sie offensichtlich Verbindungen zu Extremisten haben. Das ist schon eine Gemengelage. Wir haben vieles erlebt, aber nicht alles haben wir uns, glaube ich, so vorstellen können, was in den letzten Tagen, Wochen und natürlich Jahren passiert ist. Ich bin seit Mitte 2018 da tatsächlich und das stimmt. Ich habe gerade mich entschieden und mit meiner Redaktion mich entschieden, dass ich noch länger bleibe, weil ich unheimlich Lust drauf habe, ein bisschen wieder normaleres Amerika zu erleben. Außerdem geht ja jedem so hat das Gefühl, das letzte Jahr wurde einem ein bisschen gestohlen. In Washington fühlt man das besonders, weil Washington ja so unheimlich von dem Austausch lebt. Es sind so wahnsinnig viele kluge Leute hier von überall her. Und das ist natürlich sehr zurückgefahren worden, auch wenn virtuelle Events ganz toll sind und sonst hätte ich ja gar nicht die Möglichkeit, hier teilzunehmen. Beim Thema Medien fällt mir immer ein, wir können eigentlich gar nicht genug betonen, dass wir bei Medien auch unterscheiden müssen. Also wer sind eigentlich die Medien? Und ich muss mich nicht für alles rechtfertigen und entschuldigen, was in den sozialen Medien passiert. Und ich glaube, das müssen wir einfach auch noch häufiger klarstellen. Es gibt eben Medien, Qualitätsmedien und es gibt das, wo jeder auch Journalist ist. Und da bestehe ich schon ein bisschen drauf, dass es da einen Unterschied gibt. Jetzt sieht man die Diskussionen mit Twitter, mit Parler, mit Facebook, die Sperren des Präsidenten, vieler seiner Anhänger, weil sie immer noch die Wahl, das Wahlergebnis leugnen. Da kann man, glaube ich, unheimlich lange drüber diskutieren mit vielen klugen Argumenten, was besser ist und was schlechter ist. Ich finde es ganz angenehm, mal nicht alle 2 Minuten ein Tweet des noch weniger als 24 Stunden sich im Amt befindlichen Präsidenten zu kriegen. Ein bisschen weniger Aufgeregtheit täte uns allen gut. Ich glaube, über alle Medien hinweg. Das ist aber wahrscheinlich eine persönliche Meinung. Das Fernsehschauen hier ist immer eher so ein bisschen sehr aufgeregt und sehr dramatisch und immer alles ist Drama und ich fürchte auch, die Menschen gehen entweder daran kirre oder sie stumpfen ab und beides ist eine Gefahr. Also das Abstumpfen ist eine große Gefahr, dass viele Menschen gar kein Interesse mehr daran haben, Politik zu verfolgen, Politik zu verstehen, die immer glauben, das ist ja eh alles nur ein Skandal. Das haben wir nicht nur in Amerika, das Thema, das haben wir, glaube ich, überall, auch in den ganz starken westlichen Demokratien. Wir müssen Politik nicht immer skandalisieren, die Politiker selber müssen es nicht machen, wir sollten es nicht tun. Jetzt ist es ein bisschen schwierig nach den Vorfällen in den letzten Tagen. Das war schon ein großer Skandal in Washington. Die Lage ist gerade so, das liest man ja, dass wir knapp 26.000 Nationalgardisten jetzt in der Stadt haben, die gestern so 3 Busse gesehen, die ankamen und dann strömten da also wirklich Heerscharen von uniformierten Menschen raus, die meisten Männer. Das ist schon, also ich bin jetzt kein Angehöriger des Militärs, für mich ist das ein bisschen breathtaking und eine Ausnahmesituation. Ich komme auch gar nicht mehr nah an irgendetwas ran, also mit dem Fernrohr könnte ich wahrscheinlich das Weiße Haus noch erkennen. Es ist alles abgesperrt, der Verkehr ist zum Erliegen gekommen, Brücken sind gesperrt, Läden haben geschlossen seit Tagen schon, auch in Georgetown zum Beispiel, was ich irgendwie sehr seltsam fand. Die Bürgermeisterin sagt, bleibt bitte alle weg, schaut fern. Auch uns ausländischen Journalisten, die wir nicht Fernsehen machen, wird gesagt, dass sie empfehlen uns Fernsehen zu schauen, weil wir ja gar nicht rankommen. Die Inauguration selber wird mit, glaube ich, 1.000 Gästen stattfinden, also kein Vergleich zu 1 Million von Obama und den viel, viel mehr Zuschauern, die in Wirklichkeit 300.000 waren bei Trump. Es wird
Ja, es ist eben, es ist jetzt nur noch die Inszenierung. Es ist nicht mehr das Gefühl, dass das, was ich für Washington so ein bisschen dramatisch immer finde, ist dieses Wechselbad der Gefühle nach dem Wahlausgang ist hier ja wirklich, sind ja Freudentänze aufgeführt worden. Das wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörer, dass Washington eine extrem liberale Stadt ist, zu 92% auch Trump nicht gewählt haben oder andersrum Biden gewählt. Und das ist natürlich jetzt mit diesem Belagerungszustand oder mit dieser, nein, Belagerung stimmt eigentlich nicht, sondern Sicherheitstrakt, Hochsicherheitstraktzustand etwas gedämpft. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Menschen jetzt auch nicht nur ängstlich durch die Gegend schleichen und Angst haben, dass der nächste Anschlag passiert. Also so schlimm ist es, glaube ich, nicht, wobei wahrscheinlich viele auch einfach zu Hause bleiben. Corona kommt ja dazu, die doppelte Herausforderung Corona und mögliche innenpolitische, terroristische Anschläge, die ist schon, ich glaube, die gab es auch noch nie in Washington. Insofern ist es eine ganz andere Inauguration, als ich sie mir vorgestellt habe. Ich hatte mich unheimlich auf den Wahlkampf gefreut. Ich hatte mich unheimlich auf einen Machtwechsel gefreut. Jetzt ist alles ein bisschen anders, war schon im Wahlkampf so. Und ja, man bringt nichts. Ist trotzdem spannend und ich finde es schön, dass ich hier bin und würde vorschlagen, wir gehen gleich in die Diskussion. Ja, sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank erstmal schon für diesen ersten Einblick und der ist ja auch das ist ja auch etwas Außergewöhnliches, was Sie jetzt im Moment in Washington erleben, weil, wie Sie ja schon gesagt haben, die Kollegen alle sagen, also das hat es in der Form noch nicht gegeben und das ist ja auch die Debatte, die wir über, oder auch die, ja, die Überlegungen, die man ja über die letzten 4 Jahre immer wieder angestellt hat. Ist das ein Präsident, der, also Trump, ist er in allem beispiellos? Und man hat manchmal das Gefühl, dass man findet vielleicht immer mal wieder irgendwie kleine Quäntchen aus der Historie der USA, aber das dann alles geballt innerhalb von einer Administration zu finden, das ist aussichtslos. Und das damit haben wir sicherlich jetzt die letzten 4 Jahre schon, also das ist ein Unikum in dieser Form in der amerikanischen Geschichte. Und das also manche Kommentatoren haben ja auch schon haben das ja auch schon so beschrieben, es konnte ja auch gar nicht anders enden als so, weil alles andere wäre überhaupt nicht mehr stilecht gewesen für den 45. Präsidenten. Insofern, ja, gehen wir in die Diskussion und was ich sehr, sehr spannend finde, und das würde ich gerne schon mal verquicken, weil wir die Frage, die sich in den letzten Wochen, eigentlich in den letzten 4 Jahren immer mehr, aber ich denke auch gerade in den letzten 4 Wochen mir vor allen Dingen sich mir gestellt hat, ist einfach, wie wehrhaft ist die amerikanische Demokratie tatsächlich. Also wir haben ganz häufig jetzt auch nach dem 6. Januar die Kommentatoren, die sagen, naja, was wir gesehen haben am 6. Januar ist letztlich die Wehrhaftigkeit der US-Demokratie, weil man das zurückschlagen konnte und weil es eben letztlich also ein Aufstand war, der nicht erfolgreich war. Für mich stellt sich, würde ich gerne die Frage anders herum stellen und fragen, Sie haben die Netzsperren genannt, also die Sperren von Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, glaube ich auch, für Trump, aber auch für andere seiner Gefolgschaft. Braucht es private Unternehmen in den USA, um beispielsweise sowas wie Redefreiheit auszuhebeln, die eben systemgefährdend ist? Also wirklich tatsächlich die Frage, haben wir in den USA ein Mangel an Wehrhaftigkeit, wenn es beispielsweise um so etwas geht, um das Aufrührerische, bestimmte Gefolgschaft zu Gewalt aufzurufen und das letzten Endes unter dem ersten Zusatzartikel zu firmieren. Wie ist da Ihr Blick insgesamt so in die Runde auf die Wehrhaftigkeit der amerikanischen Demokratie? Who wants to start? Ja. Ein Gedanke, den man, also ich glaube, dieser dilettantische Putsch ist nicht nur an der Wehrhaftigkeit gescheitert, sondern auch daran, dass Trump eben kein wahnsinnig guter Regierungschef und Organisator eines solchen Putsches ist. Meine Angst wäre gewesen, was wäre gewesen, wenn da wirklich einer was geplant hätte. Ist nicht passiert. Ich glaube, so schlimm ist es auch noch nicht in dem Land. Wehrhaft ist die Demokratie schon, weil man ja gesehen hat, wie sehr sie sich den Versuchen widersetzt hat, das Wahlergebnis zu verändern.
Also die Gerichte, finde ich, sind wirklich stark gewesen im vergangenen Jahr, Ende vergangenen Jahres. Die Diskussion um die freie Meinungsäußerung, die ist ja in Amerika ein bisschen auch eine andere als in Deutschland, weil man ja vieles, sowas wie die Holocaust-Leugnung würde hier nicht unter Strafe stehen. Jetzt ist was passiert. Ich fürchte ein bisschen, ich habe da keine ganz abschließende Meinung, aber dass natürlich viele dann abwandern werden. Und das passiert ja schon, dass sie eben in anderen Kanälen sich austauschen, dass sich verabreden zu Verschwörungstheorien und unsinnigen anderen Sachen. Das wird weiterhin passieren, ob das auf Parler passiert oder wo auch immer. Also es wird dann nicht leichter. Trotzdem kann ich auch verstehen, dass man irgendwann auch mal sagt, wir sperren bestimmte Sachen oder wir löschen bestimmte Sachen, weil sie dazu dienen, die Bevölkerung aufzubringen. Das finde ich ist schon ein wichtiges Argument. Aber ich habe, wie gesagt, auch keine endgültige Meinung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ja, Christian. Ja, also ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema, was jetzt auch weiter behandelt werden muss, weil ich verstehe das vollkommen, dass man jetzt vielleicht eingreifen musste, dass man auch den Twitter-Account und andere Accounts von Trump gesperrt hat. Die Freude war bei vielen groß, das war auch so ein bisschen Schadenfreude, das war nicht so, oh, jetzt sind wir sicher, sondern er hat jetzt halt sein Instrument verloren. Es ist halt nur keine langfristige Strategie. Wer entscheidet, wer abgeschaltet wird? Das birgt immer das Problem, dass das dann wirklich in Zensur ausarten kann. Und deswegen denke ich, hier muss gerade mit den privaten Unternehmen im Bereich der sozialen Medien ein Gespräch stattfinden. Wer ist überhaupt verantwortlich für den Inhalt, der da präsentiert wird? Und da hat man irgendwann in den 90er Jahren eben gesagt, das sind nicht die Anbieter, Twitter, YouTube, sondern das sind die Leute, die selber was machen. Da muss man vielleicht mal drüber nachdenken, inwieweit man das macht und inwieweit man hier auch so eine Art Qualitätskontrolle einführen sollte, die nicht natürlich irgendwie als Zensur wahrzunehmen sein soll und auch nicht darf. Das ist wirklich problematisch. Ich finde, wenn man diese Nachrichten sieht, jetzt auch das ganze Plattform abgeschaltet wird, dann spricht das eher dafür, wie viele Leute eben nicht mehr an diesem öffentlichen Diskurs teilnehmen und ihre eigenen Diskurse führen. Und das ist ein Problem für die Demokratie, wo wir uns und vor allem die Amerikaner auseinandersetzen müssen. Und es ist vollkommen richtig, die verschwinden ja nicht. Da macht man eine Plattform zu und dann sieht man, auf der nächsten gibt es 25 Millionen neue Nutzer. Dann weiß man auch, ein Teil sind wahrscheinlich einfach nur rübergewandert und verstecken sich vielleicht noch in geheimeren Zirkeln, wo sie dann noch weniger nachvollziehbar sind, was da eigentlich geplant wird. Und zur Wehrhaftigkeit der Demokratie, und ich glaube, da hat Frau Schäuble schon recht, wir können froh sein, dass Trump wirklich kein professioneller autokratischer Herrscher war. Er ist ein Selbstdarsteller, der wirklich die US-Demokratie einem Stresstest unterzogen hat, der es überall versucht hat, bei Gerichten, mit dem Kongress, mit den Medien, Fake News, die Feinde des Volkes. Aber das war keine kohärente Strategie. Die Strategie, die dahinter stand, war weniger die Demokratie abzuschaffen, sondern er wollte einfach nur wiedergewählt werden. Das ist jetzt aber die Gefahr, wenn man diese Wähler nicht einfangen kann, dieses Potenzial an Unzufriedenheit, dann kommt vielleicht in 4 oder 8 Jahren mal ein Politiker, der das Ganze professioneller angeht. Und wenn man sich anguckt, wie viele Menschen in den USA bewaffnet sind, wie gut organisiert manche dieser Milizen sind, die zum Teil ja auch bei diesem Sturm aufs Kapitol, ich sage schon das zweite Mal, dass ich jetzt Sturm aufs Kapital gesagt habe, das ist ein freudscher Versprecher, Sturm aufs Kapitol dabei waren, die waren schon ganz gut organisiert, die wussten, die hatten Pläne, die waren ja auch ausgerüstet, um Geisel zu nehmen, aber da war dann halt auch diese Fun-Fraktion dabei, die da wirklich Volksfeststimmung dann verbreitet haben. Und ich glaube, dieses Chaos war ganz gut für die Demokratie in den USA, dass dieser Sturm aufs Kapitol gescheitert ist. Aber ich würde auch sagen, noch haben die Institutionen der US-Demokratie gehalten. Aber wenn da jemand Professionelleres ankommt, bin ich mir nicht sicher. Es sind viele Graubereiche, die man bislang in der Geschichte der USA nicht ausgetestet hat und wo man nicht genau weiß, was passiert, wenn das mal einer konsequent durchzieht. Frau Becker, gerne. Ja, vielleicht nur ein kurzes Wort noch dazu. Ich
habe auch den Eindruck, gerade in den Ereignissen der letzten Monate hat sich nochmal gezeigt, dass es eben gar nicht die Institutionen sind, die wehrhaft sind, sondern es waren eben einzelne Menschen oder es waren eben auch einzelne Menschen nicht. Und es waren einzelne Richter, die teilweise von Trump eingesetzt wurden, die sich dann eben doch sozusagen für das Richtige entschieden haben. Es waren einzelne Wahloffizielle, die eben mit Standhaftigkeit die Demokratie verteidigt haben. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass es einzelne Menschen, zum Beispiel also gerade in der Republikanischen Partei, Herr Dr. Lamm hat vorhin schon davon geredet, wir haben auch vorhin offline sozusagen schon mal drüber geredet, dass es da eben viele Republikaner gibt, die eben diesen Test nicht bestanden haben. Und das fand ich in den letzten Jahren das Angsteinflößendste. Also wie viele Leute sich haben mitreißen lassen, sich bedingungslos hinter Trump gestellt haben, wie viele von ihnen jetzt plötzlich wieder in die andere Richtung schwenken und auf einmal ist das alles irgendwie nicht mehr tragbar. Daran zeigt sich aber meiner Ansicht nach, dass da kein Rückgrat vorhanden ist. Und das finde ich sehr beängstigend. Also da fragt man sich dann eben, wie wenn Dr. Lammert sagt, jemand daherkommt, der vielleicht ein bisschen bessere Strategie hat oder ja, ein bisschen besser vorbereitet ist, wie wird dann diese Partei agieren? Wie werden dann die Institutionen agieren, wenn es eben nicht diese einzelnen Personen gibt, die dann doch aufstehen? Mhm. Ja, genau. Also das sind eben auch wirklich die Fragen. Das sind ja auch Dinge, die auch ja sozusagen offen verhandelt werden, beispielsweise momentan auch in den US-Medien, also schon eine geraume Zeit, wo sich die Frage gestellt wird, was passiert eigentlich, wenn man ein wirklich durch und durch konsistenter, kluger für seine Art, kluger Trump kommt, in dieser Art mit der gleichen Gefolgschaft, mit der gleichen Werfe, aber eben deutlich strukturierter. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich denke, wie Sie gesagt haben, strukturell ist es eine Herausforderung, es ist von den Personen eine Herausforderung, es ist vielleicht auch konstitutionell eine große Herausforderung, weil wir ja viele Regelungen haben, auch in der Verfassung, in der amerikanischen Verfassung, die dem Präsidenten viel Macht geben. Also ich denke da nur zum Beispiel an das Begnadigungsrecht, wo man sich jetzt sicherlich auch die Frage stellen kann, wo das alles noch hinführen kann und dass man im Grunde genommen noch nicht mal richtig weiß, was denn jetzt für juristische Folgen hat, wenn der Präsident sich selber begnadigt. Das ist natürlich auch schon, also ja, das ist schon etwas, ne? Also da muss man schon auch nochmal drüber nachdenken. Aber ein zweiter Punkt, den ich, bevor ich dann jetzt die Moderation auch gleich oder das Plenum öffne, weil wir haben sehr, sehr viele Fragen und ich finde das auch ganz spannende Fragen zu allen Bereichen. Eine zweite Frage, die die Verbindung macht zwischen der amerikanischen Innen- und der Außenpolitik. Frau Becker hat vorhin ja schon einen ganz, aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtigen Aspekt, den ja auch viele jetzt in Deutschland, viele Außenpolitiker, Sicherheitspolitiker hier in Deutschland momentan auch umtreibt, nämlich die Verlässlichkeit, die Verlässlichkeit der USA in der Zukunft betrifft. Und das vermengt sich natürlich, wie Christian Lammert ja vorhin schon ausgeführt hat, eben auch mit innenpolitischen, strukturellen Bedingungen, mit Entwicklungen, mit Trends, die wir seit Jahrzehnten sehen und die sich immer weiter zuspitzen. Und was wäre Ihr, euer Take, wenn es darum geht, kann Biden überhaupt eine stärkere Verlässlichkeit der USA aus Blick der Europäer, der Deutschen liefern? Also ist das überhaupt möglich oder haben wir einfach strukturell so große Probleme in den USA, die diese Verlässlichkeit letzten Endes ja über 4 Jahre, also über eine Amtszeit hinaus nicht wirken lassen? Wow, also das ist natürlich eine schwierige Frage und ich glaube, da wird man noch keine Antwort drauf haben. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass jetzt mit einem Administrationswechsel alles anders wird. Ich glaube, Frau Becker hat schon recht, es wird sich vieles ändern. Es wird sich vieles vor allem im Stil ändern. Man wird wieder mehr miteinander reden. Die IB-Forschung spricht dann immer von Soft Power, Hard Power. Ich glaube, was wir unter der Trump-Administration gesehen haben, war nur noch Hard Power.
und überhaupt keine Softpower mehr, und von Smart Power wollen wir gar nicht mehr reden. Das war wirklich nur noch Drohung, Zölle, 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 oder ich trete aus den Institutionen aus. Das hat die Biden-Administration schon angekündigt. Am ersten Tag wird man dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten. Man wird der Weltgesundheitsorganisation wieder beitreten. Das sind erstmal natürlich wichtige Signale, dass man wieder gesprächsbereit ist. Und ich glaube, die Reaktionen in Europa, man konnte ja ein kollektives Aufatmen hören, als dann endlich das Wahlergebnis feststand. Und ich finde auch, einige Politiker haben sich da nicht ganz so souverän dann auch gezeigt. Aber das zeigt ja nur diese Erleichterung, die wirklich da ist. Und wenn man die Bilder sich noch vor Augen führt, wie Trump manchmal auf internationalen Meetings aufgetreten ist, wie er sich irgendwie auf der Bühne nach vorne geboxt hat, damit er im Mittelpunkt steht, oder wie andere Staatschefs über ihn gelacht haben, wenn er nicht mehr da war. Das ist natürlich jetzt was ganz anderes. Ich bin eigentlich generell jemand, der sagt, Personen sind nicht ganz so wichtig für internationale Beziehungen. Ich glaube, Trump hat gezeigt, das ist schon wichtig. Es war sein Auftreten und natürlich seine Position, die problematisch sind. Deswegen glaube ich schon, dass wir hier ein anderes Auftreten sehen. Aber manche Sachen, ist schon angesprochen worden, NATO, das 2%-Ziel, dass Deutschland mehr für seine Verteidigung ausgeben soll, das wird noch auf der Agenda bleiben. Das war auch vor Trump auf der Agenda. Das hat Obama schon den Deutschen in ihr Kalender reingeschrieben, dass das passieren müsste. China wird auch weiterhin ein Fall sein. Da wird Biden diese harte Position, die die Trump-Administration etabliert hat, glaube ich, nicht umkehren. Aber er wird neue Strategien einsetzen, um die Ziele und Interessen der USA durchzusetzen. Er wird wieder versuchen, mit anderen zu gestalten und nicht über andere hinweg. Und ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Aber die Herausforderungen sind natürlich riesengroß. Klimapolitik als wirklich existenzielle Bedrohung, den Klimawandel anzugehen. Und ich würde sagen, ein wichtiger Punkt ist auch, wenn wir nämlich über die Krise der Demokratie in den USA sprechen, sollten wir uns nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger hier als Europäer hinstellen. Wir haben dieselben Probleme mit populistischen Parteien. Wir hatten den Brexit. Großbritannien ist nicht mehr Teil der EU. In Osteuropa gibt es viele illiberale Demokratien, die sich sogar inzwischen selber gerne so bezeichnen wie Ungarn unter Orban. Und auch der Front National in Frankreich und hier die AfD, die jetzt ja auch schon anfangen, Briefwahl zu kritisieren, weil das Tor und Tür für Wahlfälschung öffnen würde. Also ich glaube, auch hier muss es eine Initiative gehen. Und Biden hat ja angekündigt, er will so ein Summit on Democracy organisieren. Das ist die zweite Herausforderung. Welche Zukunft hat die liberale Demokratie eigentlich noch? Und hier muss auch viel passieren. Und das kann jetzt zum Glück wieder passieren, auch mit Unterstützung der Wissenschaften, weil die jetzt auch wieder mehr Gehör haben als unter der Trump-Administration. In der Tat. Ja, Frau Schäuble, bitte. Ich würde auch sagen, die Hürde ist relativ niedrig für mehr Verlässlichkeit nach Trump, wo es gar keine gab. Das hat man so bei so Einreisebeschränkungen auch gesehen. Und gleichzeitig würde ich auch bei der auch einwenden, dass wir auch Regierungswechsel haben und damit Richtungswechsel. Und dass man kann ja nicht verlangen, dass jetzt eine Administration die Weichen für die nächsten 20 Jahre legt. Das wollen wir auch gar nicht. Es ist auch bei uns so, dass nicht jede Partei im Bundestag gleichermaßen das 2%-Ziel als ein hehres Ziel ansieht. Also auch darüber wird es immer unterschiedliche Meinungen geben. Das ist aber irgendwie vergleichsweise normal und muss man auch vielleicht mehr Verständnis füreinander aufbringen, dass nicht jeder das immer genau so sieht, wie man es selber für richtig hält, sondern der eine findet eben das eine wichtiger und der andere das wichtiger. Aber ich glaube, zum Beispiel beim Thema Klimawandel, das ist ja schon interessant, da ist die Verschränkung ja von Innen- und Außenpolitik enorm groß, wenn man sich das anschaut, was zumindest schon mal rhetorisch angekündigt wurde, wie Amerika seine Wirtschaft eben auch verändern wird. Der neue Verkehrsminister, Infrastrukturminister Pete Buttigieg hat da ja große Pläne und man hat ja auch große Hoffnungen, dass da auch wirklich was passiert und dass Amerika da einen Sprung voran macht. Denn was sie können, die Amerikaner, das ist ja auch schnell die Weichen umzustellen und dann mit Innovationen und mit Fortschrittsglauben sich nach vorne zu entwickeln. Das ist ja das, was wir, glaube ich, alle auch immer in Amerika faszinierend fanden.
Forschungsoptimismus und Technikgläubigkeit und dass man eben Science vertraut etc. Und wenn das ein bisschen wieder normal wird und stark wird, dann kann Amerika da auch nochmal, also ich bin immer ein bisschen optimistischer, dass es dann auch, und dann zieht es uns auch mit, also dann wird es uns ein Beispiel setzen und wir werden dann eher wieder in einen guten Wettbewerb einsteigen, wer hat eigentlich die besseren Technologien. Ja, Frau Becker, bitte. Ich würde vielleicht noch ergänzen, also ich hatte schon den Eindruck, dass es viel Skepsis gab im Vorlauf zur US-Wahl. Also da hatte ich schon den Eindruck, dass es auch neben den Menschen, die hofften auf eine Veränderung unter Biden, auch viele Leute gab, die sagten, okay, so richtig verändern wird sich nicht so viel, brauchen wir uns gar nichts vorzumachen, die Themen bleiben die gleichen und so weiter. Also es gab auch sehr viele skeptische Stimmen. Und von daher glaube ich, ja, es gab ein Aufatmen, aber es ist so ein Aufatmen und dann halten wir auch gleich so ein bisschen halb wieder die Luft an. Und ich glaube, dass es in einigen Themen tatsächlich zum Problem werden wird, dass vielleicht dieses Vertrauen eben nicht hergestellt wird. Ich denke da zum Beispiel an das Iran-Abkommen, dass er Biden sozusagen neu auflegen, wieder verhandeln, wieder aufnehmen möchte. Da ist halt eben die Frage, wie wird sich der Iran überhaupt darauf einlassen? Wenn man genau weiß, nach jahrelangen Verhandlungen hatten wir irgendwie das Abkommen. 3 Jahre später wurde es dann von der nächsten Regierung in die Mülltonne geworfen. Wer sagt uns, dass wenn wir es jetzt irgendwie wieder neu verhandeln und uns neu Mühe geben, dass das dann nicht wieder genauso sein wird? Mal abgesehen davon, dass es natürlich andere Probleme geben wird mit dem Iran-Abkommen, zum Beispiel Wahlen im Iran und so weiter. Aber ich glaube, in diesem Aspekt ist dieser Vertrauensverlust schon relevant. Und das ist auch relevant zum Beispiel in Fragen des Klimawandels. Also was ist es zum Beispiel wert, wenn die USA solchen Abkommen beitritt, auch jetzt wieder unter Biden, wenn dann in 4 Jahren die nächste Regierung sich wieder daraus rauszieht, dann im Klimawandel kann man eben nichts kurzfristig erreichen. Das sind langfristige Commitments. Und ja, man muss Verständnis haben gegenseitig, aber wenn man sich sozusagen nicht darauf verlassen kann, dass es sozusagen innerhalb der USA auch einen gewissen Grundkonsens gibt, sondern dass die Republikanische Partei immer noch beispielsweise den Klimawandel leugnet, dann ist das schon was anderes, als ob man jetzt beispielsweise im Klimawandel irgendwie Stellschrauben zwischen der SPD und der CDU beispielsweise stellt. Das ist ein anderes Kaliber. Und deswegen glaube ich, ist es schon relevant, die Frage. Mein Mikrofon schaltet sich nicht gerne ein. Aber das war genau auch ein bisschen die Stoßrichtung des Ganzen, weil was eben auffällt ist, und wir erleben das ja jetzt oder wir werden das ab morgen erleben, wir werden ein Feuerwerk von Executive Orders, also präsidentiellen Erlassen erleben, die das zurückdrehen, was Donald Trump in seiner Zeit durch solche Erlasse bewirkt hat. Ähnlich wie wir das bei Donald Trump zu Anfang seiner Amtszeit mit Blick auf Exekutiverlasse von Barack Obama erlebt haben. Und das ist natürlich etwas, was die Verlässlichkeit von auch insbesondere außenpolitischen Handeln der USA, aber auch innenpolitischen, natürlich sehr, sehr abschwächt, weil wir eben nicht mehr die Mehrheiten haben, einen Vertrag beispielsweise mit dem Iran durch den Senat zu bekommen und tatsächlich einen internationalen Vertrag zu schließen. Oder warum heißt das Klimaabkommen und nicht Klimavertrag? Ja, weil die USA eben dem nicht in Vertragsform zustimmen können. Und das wird sich wahrscheinlich auch fortführen, weil wenn wir uns die Mehrheitsverhältnisse im Senat anschauen, dann sind eben internationale Verträge bei dem Polarisierungsgrad zwischen Demokraten und Republikanern eigentlich aussichtslos. Und dass Außenpolitik mittlerweile eben auch ein Bestandteil oder ein Ziel von Polarisierung, parteipolitischer Polarisierung ist, das sehen wir mittlerweile doch sehr stark. Ich gehe jetzt auch direkt damit in die Diskussion in die Fragen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und hier haben wir Herrn Schaal, der genau
auf das, was Sie, Frau Becker, zum Schluss angesprochen haben, auch dafür eine Frage hat, nämlich den Wiederbeitritt der USA zum Abkommen mit dem Iran. Der Iran hatte ja jetzt auch positive Signale ausgesandt. Mit Blick darauf sollten sich die USA da nochmal aktiv zeigen. Wie beurteilen Sie das? Sie haben ja schon ein bisschen ja jetzt gesagt, also dass wir natürlich das Problem haben, wie lange hält so etwas, wenn wir nur in 4 Jahresschritten rechnen. Aber glauben Sie, das wird ein wichtiger Impuls sein für amerikanische Außenpolitik? Sie haben das ja auch schon dargestellt, wie Biden Außenpolitik begreift, wie er sich und die USA letztlich auch positionieren will. Was würden Sie dazu sagen? Ja, ich denke schon, dass das ein Projekt ist, was Biden gerne angehen würde. Also ich glaube, dass er sich das wünschen würde, dass es erfolgreich ist. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich glaube, dass es schwierig wird. Also ich würde sagen, es ist notwendig, dass wir etwas tun, weil in den letzten Monaten haben wir ja gesehen, dass sich beispielsweise Iran seine Urananreicherung irgendwie verdreifacht hat in den letzten Jahren, was ja alles gegen dieses Abkommen verstößt. Die Lage hat sich insgesamt sehr verschlechtert. Es wurden zahlreiche Sanktionen von Seiten der USA den Iran auferlegt. All das wird die Lage verkomplizieren, denn diese Sanktionen müssen alle erstmal wieder zurückgenommen werden. Das heißt, das wird eine Weile dauern, das wird seine Zeit dauern. Dann müsste der Iran auch wieder zu seinen Commitments in dem Vertrag kommen. Also das alles wird ein langwieriger Prozess sein, der alles ausgehandelt werden muss. Dann, wie gesagt, ist nächstes Jahr Wahljahr, dieses Jahr, in 2021 ist Wahljahr in Iran. Das dürfte schwierig werden, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wie sich die USA in den letzten Jahren verhalten haben. Es ist jetzt nicht besonders zuträglich, sozusagen, dass man eine USA-freundliche Politik unterstützt im Iran, würde ich sagen. Und außerdem hinzu kommt dann auch noch diese sehr medienwirksame Ermordung des iranischen Physikers Ende November, die Lage ja auch nicht vereinfacht hat. Also ich würde sagen, es wird schwierig, aber wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg. Ich glaube, dass er das wirklich möchte. Und von daher, er wird ein fähiges Team haben. Wir werden sehen. Ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet, von daher kann ich das schwer voraussagen. Aber ich denke, der Aktionismus wird da sein. Wir werden sehen, wie erfolgreich es ist. Ja, es ist natürlich schon, zählt halt zu diesen Versuchen der Reparatur der 4 Jahre, zumindest aus Sicht der Demokraten und aus Sicht der nun kommenden Biden-Administration. Blicken wir nochmal nach innen. Ich hatte ja Polarisierung, Christian Lammert hat es ja auch schon genannt. Und hier kommt die Frage, die mir hier gerade wegspringt. Nein, da ist sie wieder, von Wiebke Wartenberg. Wie kann es Biden gelingen, das polarisierte Land wieder zu einen? Wie stehen die Chancen, diese tiefe parteipolitische Polarisierung zurückzuschrauben, die ja im Grunde nicht nur eine parteipolitische, sondern eine gesamtgesellschaftliche mittlerweile ist. Das ist die Herkulesaufgabe. Das ist ja kein neues Phänomen. Wir sprechen ja über die Kulturkriege, Culture Wars, schon seit den 1990er Jahren. Und die USA waren immer schon anfällig dafür, dass es interne Spaltungen gibt. Nicht umsonst hatte man einen Bürgerkrieg oder wenn man sich die McCarthy-Ära anguckt, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dieser Antikommunismus, das hat auch schon so irrationale Züge angenommen und das sehen wir momentan auch. Und hier ist wahrscheinlich, und viele haben gesagt, Biden ist nun nicht der spannendste, charismatischste Präsidentschaftskandidat, den sich vielleicht die Demokraten erhofft hatten. Er hat gewonnen, vielleicht gerade, weil er nicht so charismatisch und stark ist, weil er ein bisschen von der Rhetorik her dämpft, nicht so wie Trump versucht, aus dieser Polarisierung auch noch politisches Kapital zu schlagen. Aber ich glaube, die Erwartung, dass das Weiße Haus oder man aus dem Weißen Haus diese Polarisierung beenden kann, ist glaube ich, ein bisschen naiv. Man kann natürlich Signale aussenden und sagen, wir wollen auf die andere Seite auch zugehen. Das macht auch Biden, das hat er auch in seiner politischen Karriere
bewiesen, dass er das kann. Ob das aber jetzt erfolgreich ist, da bin ich skeptisch. Da muss es eine breitere gesellschaftliche Debatte geben, die über die Rolle der Medien und das Selbstverständnis der Medien diskutiert. Und da gebe ich Frau Schäuble vollkommen recht, Medien sind nicht Medien. Da muss man wieder gucken, redet man über die sozialen Medien, die ja eigentlich nur eine Plattform bieten für bestimmte Debatten. Aber es gibt natürlich auch die Rolle von Fox News, die sich ja inzwischen auch schon wieder ein bisschen zurücknehmen, aber lange Zeit so eine Polarisierung auch gepusht haben, weil man damit auch natürlich Geld verdienen konnte. Die Spaltung war ein Geschäftsmodell für manche Medienkanäle. Und gleichzeitig muss man natürlich auch darüber nachdenken, brauchen die USA nicht eine Reform des Wahlkampffinanzierungssystems? Das ist natürlich, was da an Millionen, und ich glaube, diese Wahl war ja schon wieder die teuerste überhaupt in der Geschichte. Und wenn man sich dann noch angeguckt hat in Georgia, die beiden Stichwahlen für die beiden Senatssitze, was da an Geld reinfließt, das führt natürlich auch zu so einer Radikalisierung. Es gibt dann noch andere Bereiche, die, glaube ich, dringend einer Reform bedürfen. Das ist die Wahlkreiseinteilung. Das ist das Vorwahlsystem, was man sich vielleicht auch mal genau angucken muss, inwieweit das in Zusammenhang mit der Wahlkreiseinteilung vielleicht auch dazu führt, dass es eine Radikalisierung gibt. Hier gibt es noch unterschiedliche Ergebnisse in der Forschung. Das weiß man noch nicht so genau, wie dieser Effekt ist. Aber ich glaube, diese unterschiedlichen Reformen müssen einfach angegangen und in der breiten gesellschaftlichen Debatte thematisiert werden. Man könnte eben auch darüber nachdenken, dass man mal wieder sowas, wir in Deutschland sind da noch ziemlich gut bedient mit unseren Medien. Aber manche Medienkanäle, gerade wenn wir in den sozialen Medienbereich gehen, da sollte man vielleicht mal wieder über so einen TÜV nachdenken. Dass man zumindest, wenn man dann die Medien konsumiert, weiß, ja, der TÜV hat das nicht abgenommen. Hier weiß man nicht, was man für Informationen kriegt. Und dieser TÜV kann natürlich nicht der Staat sein, sondern das müssen die Medien selber sein, die sich Standards geben über eine zumindest offene, natürlich immer auch interessengebundene Berichterstattung. Aber ich glaube, hier müssen in vielen Bereichen Reformdiskussionen angestoßen werden. Ja. Würde noch ergänzen. Also ich glaube auch, dass Biden, habe ich auch eigentlich immer geglaubt und beschrieben, dass ich glaube, er ist ein guter Kandidat, weil er möglichst wenig verprellt und möglichst viele einbindet. Und das sieht man auch an seinem Kabinett. Ich finde das total faszinierend zu sehen, was da alles möglich ist und dass er gar nicht immer die Hauptperson sein muss. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Aber natürlich ist es so, dass um Gottes Willen nicht alles von Washington gemacht werden sollte oder könnte, sondern dass die Politik ganz, 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 ganz wichtig in den Bundesstaaten und in den Gemeinden ist und in den Bezirken. Dass da konkrete, gute Politik gemacht wird, die den Menschen nutzt, dass die Menschen auch sehen, dass sich ihr Leben auch verbessert und dass ihre Sorgen gehört werden. Und das kann nicht Biden verordnen, das muss vor Ort geschehen. Und da gibt es natürlich deprimierende Entwicklungen, aber es gibt bestimmt auch viele positive. Und darauf muss man schauen. Das wird ganz spannend sein zu sehen, wie die Republikanische Partei aus ihrem Dilemma rauskommt, sich irgendwie nicht richtig von Trump lösen zu können, aber gleichzeitig, glaube ich, alle, die noch die irgendwie ein bisschen Moral und Anstand haben, sagen, naja, das, was daraus geworden ist am 6. Januar, da können wir eigentlich uns auch nicht mit gemein machen. Mitch McConnell hat gerade gesagt, das war angestachelt vom Präsidenten, interessante Äußerung. Da sind vielleicht doch noch mehr, die auch ein bisschen sagen, wir haben so den Bogen überspannt, wir machen es ein bisschen weniger. Das hoffe ich. Vielleicht spaltet sich die Partei wahrscheinlich eher nicht, aber das wird sich alles zeigen. Aber also ich glaube, das Potenzial, auf die andere Seite zuzugehen, das ist mit der Biden-Präsidentschaft gegeben. Und ich glaube, da ist er auch sehr hartnäckig und sehr überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, die anderen mitzunehmen. Und umso mehr, umso besser. Ja, das passt sehr gut, dass natürlich die Republikaner spielen eine große Rolle, natürlich auch jetzt mit Blick auf eine Biden-Harris-Administration, also welche Rolle sie für sich da selber finden. Und wir haben nämlich die eine Nachfrage, Wissensfrage, worum es eigentlich bei Trumps Amtsenthebungsverfahren eigentlich noch geht, wenn er dann doch am morgigen Tag um 12 Uhr mittags in Washington D.C. Das Amt verlässt und damit eben gleich
bedeutend oder gleich verbindend würde ich eine andere Frage noch hineinbringen, nämlich eine Frage von Frau Kessler, die fragt, wie die Republikaner oder wie die Republikaner in der Zukunft denn reagieren werden, auch auf Biden. Also es ist ja noch, da schwingt die Polarisierungsfrage natürlich mit, aber es schwingt natürlich in gewisser Weise auch die Frage mit, inwiefern könnte ein Amtsenthebungsverfahren auch im Senat die Chance sein, für die Republikaner sich von Trump zu lösen. Das lese ich jetzt mal alles in diese Fragen hinein und schmeiß das einfach mal in die Runde. Ja. Ich kann gerne mal anfangen und vielleicht auch versuchen, so ein paar von den Aspekten zu verbinden. Also warum jetzt noch ein Amtsenthebungsverfahren? Was ist sozusagen so ein strategisches Kalkül? Also einmal könnten die Steuerzahler Geld sparen, wenn nämlich dieser Präsident noch des Amtes enthoben wird, auch wenn er nicht mehr im Amt ist, verliert er viele Ansprüche, die Präsidenten haben, also seine Rente, Geld für Büroarbeit. Ich glaube, er dürfte dann auch keine Bibliothek eröffnen, was ja sowieso irgendwie bei Trump ein bisschen komisch ist, was er da dann vorhat, keine Ahnung. Er würde zwar weiterhin den Schutz genießen, aber das würde natürlich der Steuerkasse ein bisschen Geld ersparen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass mit diesem Impeachment-Verfahren auch beschlossen werden soll, dass Trump in Zukunft keine politischen Ämter mehr innehaben darf. Und er hatte schon angekündigt, dass er darüber nachdenkt, in 4 Jahren wieder anzutreten. Es wird ja auch darüber gesprochen, dass seine Kinder, Ivanka Trump, soll angeblich für einen Senatssitz in Florida eine Kandidatur überlegen, also inwieweit diese Trump-Familie dann auch noch politisch aktiv ist. Und das ist etwas, was natürlich die Republikanische Partei auch umtreibt. Inwieweit braucht man Trump noch? Inwieweit ist diese Basis, Wählerbasis, die er hat, dieser Trumpismus in der Wählerschaft wirklich ein bedrohlicher Faktor? Trump hat nach der Wahlniederlage schon 200-300 Millionen Dollar, inzwischen wahrscheinlich noch mehr, an Wahlkampfspenden eingeworben und hat schon auch angekündigt, dass er in Vorwahlen der Republikanischen Partei andere Kandidaten unterstützen wird, als das vielleicht die Republikanische Partei will. Also ich glaube, hier ist dann so ein strategisches Kalkül von Mitch McConnell und den Republikanern, naja, vielleicht können wir ihm hier so ein bisschen wenigstens Wind aus den Segeln nehmen, dass er nicht mehr so eine politische mächtige Figur wird. Das andere ist natürlich, und damit muss Trump jetzt auch rechnen, er wird eine Anklage nach der anderen sich gegenübersehen. Deswegen haben ja auch viele noch geglaubt, er würde sich selbst begnadigen, was er jetzt wohl nicht macht, weil auch viele seiner Berater haben ihm wohl davon abgeraten, weil sich das auch negativ auf das Impeachment-Verfahren auswirken könnte. Außerdem wäre nicht klar, inwieweit das Supreme Court sowas überhaupt zulässt. Also da sind viele Unbekannte dabei. Ich glaube, wenn die Unbekannten kleiner wäre, würde Trump das einfach machen. Er probiert einfach alles aus, um irgendwie was durchzukriegen. Aber ich glaube, das ist sozusagen eine Motivation, weil die Republikanische Partei momentan mit dem Phänomen Trump nicht mehr im Weißen Haus nicht weiß, wie man damit umgeht. Mhm. Ja, ja. Und die Trump-Basis ist ein unglaublicher Machtfaktor. Manche haben ja auch gesagt, sie haben richtig Angst vor denen, wenn sie sich gegen Trump stellen. Also auch die wirklich körperliche Bedrohung ist ein Thema. Das ist echt ein wirklich großes Dilemma für die Republikanische Partei. Ich hoffe, dass sie trotzdem irgendwie den Mut finden, sich davon zu distanzieren, denn seine Rolle im Vorfeld vom 6. Januar ist eben so, dass man sie verurteilen muss. Deswegen glaube ich, ist auch dieses Impeachment-Verfahren, so spät es dann kommt und so wenig erfolgreich es momentan aussieht, mit Blick auf den Ausgang, dringend notwendig, weil man sagen muss, das ist nicht okay. So kannst du nicht eine Wahl verlieren, so kannst du dich nicht verhalten. Ne? Du kannst deine Anhänger nicht so aufstacheln, dass sie offensichtlich zu allem bereit sind. Deswegen ist es symbolisch auch, glaube ich, total wichtig, dieses Amtsenthebungsverfahren anzustrengen. Wie schnell es jetzt sein wird, wissen wir noch nicht. Ich vermute eher schnell, weil es stört zwar so ein bisschen den Neuanfang, den wunderbaren Zauber, aber es liegt halt auf der Hand, dass man das auch dann angehen möchte. Ja, und da wird sich zeigen, wie sich, also ich habe keine Ahnung, wie sich Mitch McConnell am Ende
verhalten wird. Aber ich glaube schon, dass er auch ernsthaft, trotz allem, was man ihm immer vorwerfen kann, trotz aller, zum Atlas aller Machtkalkül, auch geschockt war von dem, was er gesehen hat vor dem 6. Januar, am 6. Januar. Und dass sie zumindest ihm auch Trump sagen, halte ich mal ein bisschen zurück. Ja. Wir haben noch ein paar Instrumente, die wir notfalls anbringen könnten. Gehen wir mal in einen anderen Politikbereich. Hier kommt eine Frage zur Wirtschafts- und Handelspolitik. Und die Frage eben auch, wie protektionistisch wird die Handels- und Wirtschaftspolitik Bidens sein, von Build Back Better und Foreign Policy for the Middle Class. Und damit verbunden natürlich auch, wie seht ihr die Chancen für ein TTIP 2, für ein Handelsabkommen zwischen den USA und Europa, der Europäischen Union. Wir haben ja gesehen, dass das zwischen Großbritannien und der Europäischen Union dann doch viel, viel schneller zustande gekommen ist, als wir alle gedacht haben. Aber das ist nur das Abkommen noch. Aber was ist da so die Meinung in der Runde? Vielleicht Frau Becker? Ich würde mal anfangen. Ich glaube, es wurde auch schon viel darüber geschrieben, dass gerade handelspolitisch Biden mehr mit Trump gemeinsam haben könnte als nicht. Sie haben da schon die Stichworte genannt, Herr Sirakow, von Build Back Better und Buy American und was da nicht alles noch die Schlagworte sind. Wird man sehen müssen. Also wird man auch sehen müssen, wie sich da die Lager innerhalb der Demokratischen Partei irgendwie austarieren. Weil ich glaube, in der Demokratischen Partei gibt es da auch verschiedene Lager. Also dann haben wir das liberale Lager um Hillary Clinton und dann eben die progressiveren, auch eher globalisierungskritischeren Bernie Sanders-Anhänger zum Beispiel. Und da wird man irgendwie einen Mittelweg finden müssen. Ich glaube aber vor allen Dingen auch, dass diese Realisierung, dass die Globalisierung eben nicht allen genutzt hat und dass also diese Economic Grievances, die es eben in den USA gibt und gab und die ja auch viel verantwortlich gemacht wird für den Erfolg des Trumpismus, ich glaube, das ist schon sehr vielen bewusst und das wird auch in die Handelspolitik einfließen. Und von daher würde ich sagen, kann man jetzt nicht sagen, wir werden jetzt zu einem Liberalismus der Clinton-Ära zurückkehren. Und wir müssen dann sehen, wie das gemeinsam mit den Partnern ausgehandelt wird. Ob es ein TTIP 2 gibt, weiß ich nicht, kann man spekulieren. Nach der Erfahrung des letzten Mals bin ich eher skeptisch, aber wer weiß. Fand es auch interessant zu hören, wie viele gedacht haben, hätten wir doch bloß TTIP 1 abgeschlossen, dann wäre es mit Trump vielleicht nicht ganz so schlimm gekommen. Da würde ich auch eher sagen, da müssen auch die Europäer sich mal ganz genau fragen, ob wir es eigentlich hinkriegen würden. In Frankreich fragen mit Landwirtschaft etc., wie hart sind da eigentlich unsere Bedenken dagegen, gegen so ein Abkommen, aber auf vielleicht ein bisschen niedrigerer Ebene. Ich glaube, das Wort sollte man ganz sicher nicht verwenden. Das wäre, glaube ich, ein rotes Tuch für viele. Da wird es sicherlich Versuche geben, sich da wieder anzunähern und schon gar nicht mehr gibt es hoffentlich diese Rhetorik, die sich dann so hochschaukelt, dass man von Handelskriegen spricht. Das ist ja wirklich nicht besonders förderlich, glaube ich, den Wirtschaften. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass man langsam mal überlegen muss, und du hast das Handelsabkommen zwischen Großbritannien und Europa genannt, was dann auf einmal aus dem Hut gezaubert worden ist, zwar länger vorbereitet worden ist, aber halt wieder hinter verschlossenen Türen ein Elitenprojekt, was jetzt natürlich wahrscheinlich einige Unzufriedenheiten erzeugen wird, weil einige dann die Konsequenzen dieser Handelspolitiken sehen. Und ich glaube, hier sollte man überlegen, und das ist Europa genauso aufgerufen wie die neue Biden-Administration, dass man diese Handels- oder zumindest die Verhandlungen über solche Handelsabkommen auch mal ein bisschen öffnet, demokratisiert. Trump hat NAFTA aufgekündigt und dann groß erklärt, er macht was Neues. Da ist das zum Teil geschehen, weil der Kongress sehr aktiv geworden ist und auch Gewerkschaften stärker eingebunden hat, sodass Gewerkschaften und die Arbeiterbewegung in den USA jetzt eigentlich zufriedener sind mit diesem neuen Abkommen,
weil mehr Arbeitsschutzrechte auch integriert worden sind. Das war Trump völlig egal. Er wollte halt einfach nur NAFTA abschaffen, weil das in den Umfragen immer sehr unpopulär war. Aber ich glaube, hier ist es wichtig, dass man breitere gesellschaftliche Interessen bei diesen Verhandlungen integriert, damit es eben nicht wieder passiert, dass man dieses Gefühl hat, einige sind abgehängt worden, die Jobs werden nach Asien verlagert und es gibt keine Kompensation. Und für die USA ist es besonders wichtig, weil hier fehlt es dann natürlich auch in der internen sozialen Absicherung für eine solche Politik der Handelsliberalisierung und Handelsöffnung international, weil die Sozialsysteme, die Sozialhilfeprogramme nur rudimentär ausgebaut sind. Das funktioniert in europäischen Ländern noch ein bisschen besser. Da kann man sowas mal machen. Das gerade in Deutschland funktioniert das. Aber das ist in den USA nicht gegeben. Wenn da die Jobs verloren gehen, dann ist es für manche Regionen wirklich ein großes Problem, weil es keine Investitionsprogramme gibt, um so einen industriellen Strukturwandel zu begleiten, weil es nicht die Absicherung gibt. Wir haben in den USA immer wieder die Diskussion, wie lange soll Arbeitslosengeld bezahlt werden. In Krisenzeiten wird es immer ausgedehnt. Normalerweise sind es ein paar Wochen, wo man Geld kriegt und dann ist man auf andere Programme angewiesen. Und wenn man einigermaßen gesund ist und arbeiten kann, dann wird es schon schwierig, irgendwelche Leistungen überhaupt zu bekommen. Das sehen wir momentan auch in den USA. Die Leute sind angewiesen, irgendwo Essen zu bekommen in dieser Krise, die wir jetzt sehen. Das ist also, glaube ich, eine ganz andere Dimension als hier in Europa. Und das muss verkauft werden. Wenn eine Administration wieder Handelspolitik betreibt, darf das nicht als Elitenprojekt wahrgenommen werden, von denen nur die Industrie, die Wirtschaft und die Superreichen profitieren. Dann füttert man wieder dieses populistische, die Mobilisierung und öffnet Tür und Tor. Ja, auf jeden Fall. Also das wird sicherlich auch eine Auswirkung haben. Also wenn man das klug mit Blick auf die Wahlen in 2 Jahren, darf man nicht vergessen, oder nächstes Jahr muss man ja schon sagen, im kommenden Jahr und eben dann in 3 Jahren dann, wenn man da klug reagieren möchte. Ich habe noch ganz viele Fragen. Ich würde gerne noch 2 Punkte oder 2 Dinge kurz abhandeln, auch wenn wir ein bisschen aus der Zeit fallen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das eine betrifft die Außenpolitik nochmal und betrifft auch insbesondere auch die Europäische Union und Deutschland damit auch. Das ist eine Frage, die an Frau Becker direkt gestellt wird, aber alle sollen sich eingeladen fühlen, was dazu zu sagen. Wie sehen Sie Bidens Wunsch, mit China über den Klimawandel zu verhandeln, aber auch gleichzeitig gemeinsam mit der EU Chinas Menschenrechtsverletzungen zu kritisieren? Also das ist ja natürlich, klar, das ist natürlich so ein Dilemma, in dem man steckt. Und das natürlich auch in den Forderungen aus den USA immer wieder kommt, dass China natürlich als der größte Wettbewerber, aber eben auch Herausforderer da steht, der Pivot to Asia, Rebalancing und wie auch immer da die Schlagworte waren in den vergangenen, muss man sagen, 12 Jahren, ja. Ja, was würden Sie dazu sagen? Ja, ich glaube, die China-Frage wird sehr interessant werden in den nächsten Jahren und dieses Dilemma wird da sein. Also ich sehe das größte Dilemma einerseits in einem Konsens in Washington, der sich etabliert hat, China als den größten internationalen Herausforderer, den größten Rivalen zu sehen, auch den Druck auf die Europäer, das genauso zu sehen. Und man sieht da jetzt ja auch schon langsam aber sicher diese Angleichungen, die gemacht werden in der EU. Im März letzten Jahres hat Josep Borrell ein Papier zu der zukünftigen Haltung der EU zu China rausgebracht. Da wurde China erstmals auch als strategischer Rivale bezeichnet, was ja schon eine große Annäherung an die US-Position ist. Das sagt noch nichts darüber aus, wie unterschiedlich auch intern die EU mit diesem Thema umgeht. Also da wird auch noch ein großer Aushandlungsprozess stattfinden. Aber gerade diese Klimawandelfrage finde ich schon sehr spannend. Also wie kriegt man es unter einen Hut, dass man einerseits natürlich mit China zusammenarbeiten muss, denn ohne China werden wir kein funktionierendes Klimaabkommen, keine tatsächliche Senkung der Maximaltemperatur, keine tatsächliche Senkung der Treibhausgase erreichen. Also wir müssen mit China hier zusammenarbeiten.
Und das bedeutet aber natürlich auch, dass man nicht auf totale Konfrontation im militärischen Bereich gehen kann von Seiten der Regierung. Und wie kriegt man das zusammen? Also wie bleibt man in diesem einen Bereich am Verhandlungstisch, während man in anderen Bereichen, wie im militärischen, aber auch im Menschenrechtsbereich, wie kriegt man es zusammen, dass man hier das eine erreicht und das andere aber gleichzeitig auch? Also das ist schon sehr sehr schwieriger diplomatischer Aushandlungsprozess. Wie die beiden Regierungen das genau anstellen wird, das kann ich natürlich nicht beantworten. Das werden wir sehen. Aber ich kann anerkennen, dass es schwierig wird. Ja, also dazu passt auch noch eine andere Frage, die das Ganze natürlich noch mehr verkompliziert, weil wenn wir die letzten 4 Jahre anschauen, ist es natürlich in gewisser Weise auch so der Niedergang der Rüstungskontrolle. Ne? Also wir haben da ja auch schon einige Dinge, die da an die Wand gefahren wurde, um das mal so etwas flapsig zu formulieren. Und hier kam nämlich die Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit besteht oder ob überhaupt die Möglichkeit besteht, dass der Open Skies-Vertrag wieder erneuert wird. Also das sind ja auch so Aspekte, wo ja viele darüber auch diskutieren, naja, können wir überhaupt noch effektive und richtige Rüstungskontrolle weltweit realisieren, wenn es nur noch um Verträge oder ausschließlich um Verträge zwischen den USA und Russland geht und man China letzten Endes außen vor lässt. Das ist wahrscheinlich dann an der Stelle eben ein weiterer Stressor, der da hineinkommt, aber eben notwendiger letztlich, um solche effektiven Verhandlungen oder Verträge letztlich auch zu schließen. Ja, solche Verträge ohne China zu schließen, dürfte schwierig werden, da Russland ja das teilweise schon zur Bedingung gemacht hat, dass China in einen solchen Vertrag mit eingebunden wird. Also das ist bei New Start, bei der Verlängerung zum Beispiel so. INF-Vertrag wurde von Russland verletzt und dann von Trump aufgekündigt, das zu erneuern. Ich glaube, es ist unrealistisch zu glauben, dass man das ohne China machen kann. Die Frage ist auch, wie sinnvoll ist es, wenn von China im nuklearen Bereich eben mindestens eine ähnliche Bedrohung ausgeht wie von Russland für den europäischen Kontinent. Von daher muss man sehen, wie man da vorankommt. Ähnliches Dilemma, wie Sie sagen, Herr Sirakow, wie mit den Klimaverhandlungen. Das ist sehr schwierig. Ja. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage, die ich ganz lustig finde. Also, was heißt lustig? Aber sie ist auch spannend in gewisser Weise. Sie kommt von der Ostküste der USA, also ein Teilnehmer aus den USA, David Vickery, fragt, Armin Laschet ist hier in den USA völlig unbekannt. Was wissen wir über seine Meinung zu Amerika, der NATO und so weiter? Ich schaue ebenso fragende Gesichter. Also man scheint in den USA das aber durchaus wahrzunehmen und sich die Frage zu stellen, okay, mit wem haben wir es da an der Stelle vielleicht zu tun? Hat jemand schon so eine erste Meinung dazu? Ich empfehle vielleicht einen Artikel, den gerade mein Kollege bei der DDRP, Henning Hoff, geschrieben hat. Das heißt irgendwie, who is Armin Laschet and how does he see the world? Vielleicht gibt es da Antworten. Ah, das ist. Ich habe ihn selbst noch nicht gelesen, deswegen kann ich die Frage noch nicht beantworten. Ich glaube, dass die natürlich auch immer die deutschen Medien anschauen, wenn sie dann das so schreiben. Und das war ja ein bisschen. Aber Armin Laschet ist ein CDU-Politiker und ich glaube, da ist ja auch traditionelle CDU-Politik und das ist transatlantisch, NATO, Bundeswehr, 2%-Ziel und so. Also ich glaube, furchtbar viele Überraschungen gibt es da nicht. Es gibt, glaube ich, ein bisschen Unruhe mit seinen russischen Verbindungen. Da gibt es irgendwelche Theorien, die gestreut werden. Aber ich glaube, es wird keine grundstürzende Überraschung für Amerikaner werden, wenn er denn... Und Röttgen ist ja jetzt auch im Team. Also von daher, da sieht man ja schon eine gewisse Kontinuität. Ja. Was auch das Transatlantische anbelangt. Und damit würde ich nämlich dann auch gerne schließen mit einer Abschlussfrage an jeden Einzelnen von Ihnen, von euch. Was würdet ihr als einen wichtigen Punkt in einer transatlantischen Agenda für die nächsten 4 Jahre sehen? Was wäre da? Wir starten mal in der anderen Reihenfolge. Juliane Schäuble startet, dann Sophia Becker und dann Christian Nammert. In einer transatlantischen Agenda. Bisschen
manchmal denke ich, ein bisschen weniger übereinander und ein bisschen mehr miteinander reden, also wirklich Austauschformate auf den verschiedensten Ebenen suchen. Muss nicht nur Weißes Haus und Brüssel und das Kanzleramt sein, sondern wie es ja auch schon unter Trump gemacht wurde, man muss mit den Staaten ins Gespräch kommen, Austausch, Wirtschaften, neue Ideen entwickeln, Best Practice Beispiele auf den Ebenen, auch Städte machen das schon ganz hervorragend. Ich glaube, da kann man gar nicht genug drauf setzen, denn das bringt am Ende die Kontinuität. Es hält ja keinen davon ab, Klimaschutzmaßnahmen zu betreiben, egal ob es ein Abkommen gibt oder nicht. Also ich glaube, man sollte immer selber mit gutem Beispiel vorangehen und versuchen, andere mit anderen Koalitionen zu bilden. Und dann wird es schon vielleicht ein bisschen besser wieder. Frau Becker. Ich würde sagen, das Wichtigste auf der transatlantischen Agenda von meiner Warte aus ist die Wiederherstellung des Vertrauens in die Beziehung, die eben das eben so gelitten hat. Denn das ist die Grundlage nicht nur für jegliche politische Beziehung, aber halt eben auch für die NATO. Die NATO, die Sicherheitszusammenarbeit basieren darauf, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir im Zweifelsfall füreinander in den Krieg ziehen werden. Und ich denke, dass ohne dieses Vertrauen in den transatlantischen Beziehungen nichts funktioniert. Daher wird das das Erste sein. Und wenn man das etabliert hat, dann kann man sich gemeinsam auf die globalen Herausforderungen einigen. Was sind sie? Und was sind die notwendigen Veränderungen, die wir innerhalb unserer Allianzen in den verschiedenen Institutionen unternehmen müssen? Wie müssen wir uns anpassen an diese neuen Herausforderungen? Und das ist alles sehr, sehr allgemein, aber ich glaube eben, das Vertrauen ist die Grundbasis dafür. Ja, und ich wünsche mir dann darüber hinaus, und dafür braucht man natürlich das Vertrauen in der transatlantischen Perspektive, dass diese Region vielleicht zum Vorkämpfer gegen eine Renationalisierung werden kann und gleichzeitig auch zu einem Vorkämpfer für eine gerechte Klimapolitik global, die auch den globalen Süden mit einbindet und hilft, unterstützt, dass hier wirtschaftliche Entwicklung erreicht werden kann und gleichzeitiges Erreichen der Klimaziele. Also ich glaube, wenn wir hier nicht jemanden haben, der mit den nötigen Ressourcen, und die sind im transatlantischen Raum vorhanden, hier eine Vorreiterrolle einnimmt, dann sieht das für die Welt nicht so gut aus. Dann bleibt das Prinzip Hoffnung, und ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei unseren Panelisten bedanken. Einmal Sophia Becker, Christian Lammert und Juliane Schäuble. Vielen, vielen Dank für, ich denke mal, diesen wirklich Rundumschlag, den wir hier versucht haben zu machen. Mir bleibt Ihnen zu danken, den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich hoffe, Sie haben einiges mitnehmen können. Sie haben ein bisschen neuen Input bekommen, vielleicht auch die ein oder andere Bestätigung ihrer Haltung, aber vielleicht auch die Herausforderung ihrer Haltung. Ich möchte Sie gerne einladen zu unseren kommenden Veranstaltungen. In der kommenden Woche wird Marcel Lewandowski da sein. Er wird über den Populismus, eine Gefahr für die Demokratie, Fragezeichen. Ich glaube, da brauchen wir kein Fragezeichen mehr dahinter zu setzen. Sprechen, sind Sie herzlich eingeladen, genauso wie wir nochmal eine Kooperationsveranstaltung am 9. Februar mit den deutsch-amerikanischen Instituten haben, mit dem ehemaligen US-Botschafter in Berlin, John Emerson, und er wird eben über The Power of Diplomacy sprechen, die hoffentlich in den nächsten 4 Jahren deutlich mehr und deutlich stärkere Züge annehmen wird. Ansonsten möchten wir ein bisschen Eigenwerbung noch machen und Sie auf unseren neuen Podcast aufmerksam machen, Amerikas Verfassung, Politik und Gesellschaft in den USA. Die erste Folge ist draußen. Sie finden ihn über diese URL, aber auch ansonsten finden Sie ihn über die sämtliche Plattform, wo Sie Podcasts hören können. Soweit von meiner Seite, soweit von unserer Seite. Ganz herzlichen Dank für die Teilnahme, ganz herzlichen Dank für die Diskussion, und wir verabschieden uns. Bis dahin. Tschüss.